also zur Empfehlung, was wir zur Bildzeitung gesagt haben, kann man nur sagen, gehen Sie in die Quellen. Fragen Sie stumpf nach den Quellen. Und ich habe das jetzt gerade in jüngster Vergangenheit gehabt, nämlich genau am Freitag. Das wird Ihnen aufgefallen sein, es ist hier im Freisinger Tagblatt ein Artikel erschienen. Also nach allen Regeln der Kunst, wie die Axt im Walde, wird Dr. Daniele Ganser halt als Rechtsradikaler dargestellt, auch wenn das nicht so direkt drinsteht, aber in einem Satz Rechtsradikale mit dem Namen von Dr. Daniele Ganser. Und ich bin halt dann zum Freisinger Tagblatt hingegangen, beziehungsweise ich habe eine Mail geschrieben. Es rief mich jemand an, und zwar der Herr Beschörner, ist das richtig? Der Name? Bitte? Beschörner, vielen Dank, ja. Und das Gespräch verlief sehr unbefriedigend, also nach 5 Minuten hat er das Gespräch abgebrochen, weil ich stumpf nach den Quellen gefragt habe. Und er sagte auch, also in dem Artikel steht drin, es wird der Film laufen, gut informiert durch Wikipedia von Markus Fiedler. Steht im Artikel drin, lesen Sie es nach. Ich weiß gar nicht, Tag zuletzt. Und dann habe ich gesagt, ja, Herr Beschörner, das ist super, da gibt es doch einen anderen Markus Fiedler, das finde ich einen tollen Film. Wo kann ich den denn gucken? Wie? Ne? Ich so, das ist nicht mein Film, meiner heißt schon die dunkle Seite der Wikipedia. Ach so, ja, da muss mein Fehler unterlaufen, so ungefähr so war dann halt die Antwort. Und ich habe gesagt, ja, sagen Sie mal, Herr Beschörner, Sie nehmen Bezug auf den Film, haben Sie den Film eigentlich gesehen? Nein, war die Antwort. Wie können Sie sich dann ein Urteil erlauben? Sie haben doch eine Sorgfaltspflicht. Und es ging also relativ schnell, dass ich dann also immer wieder nach den Quellen gefragt habe, wo haben Sie das her, wer hat das gesagt, und da war er relativ kurz angebunden und legte ungefähr 5 Minuten auf. Und das ist also auch Ihr, also das wäre mir ein tolles Anliegen, dass Sie sagen würden, ich gucke bei jedem Zeitungsartikel, sind die Quellen angegeben. Und ganz stumpf, Sie haben das verdammt ja nicht ganz gesehen, hier unten, die Quellenangaben. Gehen Sie da rein, gucken Sie danach. Und wenn diese Quellenangaben im Nichts verlaufen, ist da was faul. Und frage an Sie, haben Sie schon mal irgendwo in einer Zeitung eine Quellenangabe gelesen? Nein. Ja. Schmeißen Sie die Zeitung weg. Ganz einfach.